Jeder kennt sie wohl. Die wunderschönen rosa Heidenteppiche. Doch wusstest du, dass das Heidkraut bzw. die Erika auch eine Wunderwaffe für deinen Körper ist? Die Erika verfügt über eine Menge medizinisch wirksamer Stoffe wie Kieselsäure, Kalk, Harze, Saponine, Gerbstoffe und Glykoside sowie Flavonoide, Phenolcarbonsäuren, Steroide und Triterpene. Das Heidkraut wird in der Volksmedizin gegen eine Vielzahl von Beschwerden eingesetzt, wie Erkältung, Infektionen der Augen, Harnwegs- und Nierenprobleme, Blasensteine, Durchfall, Husten, Arthritis und Rheuma, Hautausschlag, Ekzeme, Schuppenflechte, äußere Wunden, Beschwerden des Stoffwechsels und Schlaflosigkeit. Auch bei Frauenleiden wie zum Beispiel Schmerzen während der Periode hilft die Erika, die Schmerzen zu lindern. Das Heidkraut wirkt harntreibend, beruhigend, den Schweißfluss fördernd, schleimlösend, beim Einschlafen helfend, Entzündungen hemmend, zusammenziehend und antiseptisch. Es ist also eine wahre Wunderwaffe. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie kann ich den Spaß aber einnehmen? Ganz einfach als Tee. Dazu benötigst du nur 2 Teelöffel vom Heidkraut oder den Heidblüten. Ihr seht hier, habe ich die Blüten gepflückt. Davon geben wir nun 2 Teelöffel in eine Tasse. Diese übergießen wir dann mit 250 ml kochendem Wasser. Am besten nimmst du dazu bereits vorgefiltertes Wasser und kochst dieses ab. Das Ganze lässt du nun 5 bis 10 Minuten ziehen. Du kannst aus Erika-Blüten auch Tinkturen oder Bäder machen. Das zeige ich dir in einem anderen Video. Prost, es ist Zeit zum Genießen.